Und damit herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir kommen jetzt auf Jedha wieder an, geben unserem alten Meister Cordova den Kompass. Den Kompass. Und dann kann ich so viel verraten. Dann geht's schon mal richtig ab. Aber seht selbst, ich wünsche euch viel Spaß. Kommst du? Später. Ich muss noch eine Diagnose auf der Mantis laufen lassen. Es wäre eine Schande, wenn wir noch einen Gyro schrotten und im Abyss stecken bleiben. Warum bloß sagst du sowas? Jetzt forderst du auch noch das Schicksal heraus. Ganz toll, wirklich. Weißt du, ob Marin ein paar Zaubertricks kennt, die uns vor Unglück schützen können? Ich halte hier alles am Laufen. Ist ja gut, ist ja gut. Ruckel, ruckel, laden, laden. Normalerweise schüttle ich sowas ab, aber ich muss immer an Coruscant denken. Ich vermeide es. Verständlich. Aus irgendeinem Grund geht mir Gabs nicht aus dem Kopf. Sie kannte mich kaum und hat mir trotzdem das Leben schwer gemacht. Ja, ich vermisse sie. Oh, nur ein toter Inquisitor, Stein. Du weißt schon. Und schon rede ich wieder von etwas Düsterem. Tut mir leid. Kochen kann er, der Latero. Das muss man ihm lassen. Marin? Wegen der Sache auf dem Tafelberg. Das Imperium wird es sich zweimal überlegen, ob es noch ein Dreizackschiff nach Jedha schickt. Ich wollte eigentlich... Ich weiß, was du gefragt hast, Kerl. Meine Schwestern haben mich gelehrt, dass man einen Zauber bricht, wenn man über ihn spricht. Also lass uns darüber schweigen. Für den Moment. In Ordnung. Wir reden später weiter. Ha, naja gut. Bitteschön! Meister Cordova. Dagon Gera hatte den letzten Kompass dabei. Beschädigt. Er hat ihn nicht freiwillig übergeben. Das lässt sich reparieren. Ich werde sofort anfangen. BD? Lassen wir Meister Cordova in Ruhe arbeiten. Ich weiß, wo wir hin könnten. Gut. Allerdings ein bisschen schwer, wenn mir einer helfen will. Natürlich, Grease. Dankeschön. Haha, sehr witzig. Ich hätte mich jetzt auch gewundert. Oh, hier kommt die zweite Runde. Was sagt ihr? Er ist würzig. Er ist sehr süß. Du gewöhnst dich daran. Hey, Sia. Wieso kommt ihr nicht mit nach Tenalor? Es gibt kein besseres Versteck für das Archiv des Pfads. Was die Zukunft auch bereithält. Wir können ihr gemeinsam begegnen. Ja. Ein neuer Pfad für uns alle. Kerl. Meister T'Pol wäre stolz darauf, was für ein Jedi aus dir geworden ist. Vor allem durch die Friede. Sie hat eine gute Lehrerin. Hört her. Der versteckte Pfad hat ein neues Zuhause. Auf Tenalor. Auf Tenalor. Auf Tenalor. Auf Tenalor. Hey, Moment mal, Sia. Heißt das, Sie kommen mit uns? Ja, Grease. Und jetzt werde ich gehen, um das Archiv für den Transport vorzubereiten. Ohne zu trinken. So spät? Dann werde ich Sie lieber begleiten. Und wo da drin steht die Mantis eigentlich genau? Bei Nacht ist es da ziemlich gruselig. Ich begleite dich. Na toll. Aber hey... Mach nichts Unheimliches, ja? Sir, werden uns die Anachoreten wirklich begleiten? Aber natürlich. Wow, die Familie vergrößert sich um eine Schiffsladung unheimlicher Tanten und Onkel. Wir haben es geschafft, Bord.
Ja. Der Kompass wird so gut wie neu sein. Etwas beschäftigt dich. Ja, du kennst mich zu gut, Schrottsammler. Ich denke an Katha. Man kümmert sich ja um sie, aber ist nie leicht, wenn ich zurückkehre. Wenn sie erkennt, was du für sie getan hast, wird sie verstehen. Das hoffe ich. Ich dachte, vielleicht sollten wir zuerst nach Tenelor gehen, um zu schauen, dass es dort sicher ist. Je früher der versteckte Pfad dort Fuß fasst, desto besser. Wir müssen dem Imperium immer einen Schritt voraus sein. Ja. Hey. Dann sind sie schon da. Morgen haben wir ein neues Zuhause. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Danke, Bruder. Klar. Ich werde Katha eine gute Nachtgeschichte aufnehmen. Ja, stimmt. Safe. Und jetzt schlaf gut. Hast du verdient. Oh, hätte ich mich doch rasieren sollen? Damn ich. Toller Anblick, was? Bei Nacht scheint die Wüste unendlich zu sein. In dieser Leere liegt Schönheit. Jetzt klingst du wie ein Jedi. Mit einigem haben sie recht. Nicht mit allem. Hör mal. Der Orden ist vernichtet. Es ist Zeit, ihn loszulassen. Und ich weiß jetzt, was ich will. Hast dir auch Zeit gelassen. Das war ja putzig. Schaut halt immer komisch aus bei Spielen. Video Games. Naja. Aha. Okay. Bin ich jetzt. Ach, hier oben. Na, dann schauen wir doch mal nach, ob wir Fortschritte gemacht haben. Geronimo! Das war knapp. Ist das überhaupt der richtige Weg? Nee. Kann man sagen, das ist irgendwie. Das ist nicht der richtige Weg. Verdammte Axt nochmal. Hier oben durch den Fahrstuhl. Shit. Oh. Lauf, Forest. Lauf. Da, da, da. Okay. Ah, warte mal, wenn wir jetzt einmal hier sind, komm. Gute Frau, was gibt's in deinem tollen Shop? Ich habe einige ziemlich wilde Kreaturen in der Wüste bemerkt. Das stimmt. Wobei ich vermute, dass ihr der Wildesten noch nicht begegnet seid. Ach ja? Haltet euch fern vom goldenen Skryten, o Edler. Es ist eine alte, heimtückische Kreatur. Solltet ihr sie bekämpfen müssen, vertraut nicht ihren Bewegungen. Sie schlägt plötzlich und in schneller Abfolge zu. Ich werde daran denken. Juhu. Ein Schatz für Weisheit, junger Weiser. Was haben wir denn hier? Gelassenheit? Unbezahlbar. Ein bemerkenswertes Stück. Wunderschön, wunderschön.
Okay. So, Meister. Machen wir einen Spruch. Wie läuft's? Sieh es dir selbst an. Wow. Meister Cordova, ihr habt's geschafft. Ein Jude. Imperiale Truppen greifen aus allen Richtungen an. Sie wissen, wo wir sind. Schafft eure Leute weg. Ich halte sie auf, solange ich... Ich hab's mir gerade vor... Ich hab's vorhin gedacht. Es tut mir wirklich sehr leid. Wir bräuchten einen Verräter und irgendeiner muss es ja sein. Mein Junge. Du musst das nicht tun, hörst du? Doch. Nein! Meister Cordova! Er ist tot! Baut den Kompass hinterher! Los! Baut! Vor allem, ich hab's nur kurz gedacht. Naja, vielleicht gibt's ja auch einen Spion und einen Verräter, aber. Hundertprozentig. Damit gerechnet habe ich jetzt nicht. Ah, endlich kann man so ein Ding fahren. Geil. Speed! Ich will schießen. Cordova. Huch. Also in den Film hatten die Kackdinger ja wenigstens Blaster. Was denn her? Und Kopf ab! Wie das. Wie mir die zweite Hälfte in den Rücken gespießt ist. Eieiei. Wollen Sosiers Archiv! Oh, shit. Oh Leute, ey, sowas kann man doch nicht machen. Der hat sich gerade vorteleportiert, habt ihr das gesehen? Schon wieder! Alter. So, Meister, jetzt gibt's aufs Fressbrett. Wieso? Wieso, Baut? Hierfür! Wir haben gemeinsam dafür gekämpft. Und du willst es einfach so dem Imperium geben? Ich werde es dem Imperium nicht geben. Du hast Meister Cordova getötet. Kerl, du hast keine Zeit für diesen Kampf. Etwas Schreckliches ist auf dem Weg zum Archiv. Hör auf deine Instinkte. Du weißt, dass ich recht habe. Was denn für ein Kampf? Was hast du getan? Psst, Kopf ab, tot. Wenn du deine Familie wirklich retten willst, musst du sie da rausholen. Sofort. Was hast du? Oh! Das kann nicht sein. Du bist nicht der einzige Überlebende. Ah!
fällt einmal die ganze Zeit nicht auf, ne? Junge. Aua. Geht jetzt ab. Drücke L, um schützende Barriere rundum zu erzeugen. Halten Sie auf! Lasst sie nicht in das Archiv! Ja, Meisterin Gander! Das Holy ist unser Shit. Zuhause! Verteidigt das Archiv! Situation taktisch! Hier sind die Wege! Meine Güte! Weg mit euch! Lang. So. Landungsschiffe, die sie so lange wie möglich aufhalten. Immerhin. Darf die den Boot wenigstens töten? Aha. Verpisst euch! Oh, wo kommt der denn her? Weg mit euch! Damit die anderen evakuieren können! Aua! Komm jetzt her, du Typ hier. Weg mit mir. Rums! Maren, alles in Ordnung? Ja, aber das Imperium greift das Haupttor an. Dann müssen wir wohl zum Haupttor, oder? Eieiei. Die läuft da komisch. Was bist du für ein Safe Point hier? Erstmal meditieren. Ich kenne eine Abkürzung. Bleib zurück. Ach so, ein Zufall. Wir müssen den Hangar bis zum Abschluss der Evakuierung halten. Warum ist die Basisverteidigung nicht aktiv? Etwas stimmt nicht. Halte mir den Rücken frei. Jetzt wird gekämpft.
weg mit euch. Muss ich hier lang? Hier scheinbar nicht. Oder? Ah, zeigt mir doch wohin. Doch, hier muss ich lang. Hä? Aber warum? Imperiale in der Nähe. Na fuck. Hast du Karl gesehen? Nein, aber BD war bei der Mantis. Sie evakuieren so viele wie möglich. Da sind Kampfläufer. Sie dürfen nicht durch das Haupttor brechen. Ja, wie stellt ihr euch das jetzt vor hier? Hä? Ach hier. Ei, ei, ei. Achso, ich dachte. Kann ja. Weitere Imperiale voraus. Kämpfer runter! Ich bin an deiner Seite. Hintere meint ankräftig. Positiver Aufhalt. Oh, ich seh nichts. Weg mit dir hier. Au. Wir müssen dir. Diese Kampfläufer zerstören! Attacke! Rums! Und wie Sie sehen Sie nichts. Obwohl? Doch. Sehr schön. Die Gefahr nähert sich sehr. Habe ich noch so ein Ding? Du hast meine Aufmerksamkeit. Auf der zweiten Ebene gibt es noch mehr Geschosse. Gut, die werden wir brauchen. Nehmen wir an hier lang. Ein Augenblick, um mich zu sammeln. Ja, erstmal meditieren. Mal kurz ausruhen. Zählt ja alles nichts, ne? Weg mit dir. Sehr schön. So, her das Ding, Roms. Achso. Ziehen wir dich halt erst her. Unnötig. Attacke. Die Kampfläufer werden bald durchbrechen. Ja, ist halt. Gleich soweit. So. Das hält sie erstmal auf. Meisterin Janda, das Imperium ist in die Tunnel eingedrungen. Sie versuchen das. Meryn! Kannst du? Natürlich. Oh, Entschuldigung. Hey! Frechheit hier. Los. Was mit dir? Zwischen safe und weiter geht's. So viele Tote. Und es werden noch viel mehr sterben, wenn wir den Hangar nicht sichern. Cordova. Er würde wollen, dass wir aus dem Archiv möglichst viel mitnehmen. Und die Kontaktcodes. Sie dürfen dem Imperium nicht in die Hände fallen. Um keinen Preis. Genau wie Gastel. Weg mit euch. Öffnen das Tor. Dann werden wir sie stoppen. Kannst du hier auch machen? Sehr schön. Rums. Nähert sich sehr.
Frechheit. Weg mit dir. Oh nein, ein großes Tor, da kommen wir leider nicht durch. Ist ohne Mist mehr rauf. Achso. Was jetzt? Runter zum Hangar. Ah. Zack. Nehmen wir nochmal kurz mit. Gut gemacht. Du auch. Grease, hören Sie mich? Sehr. Was für eine schöne Überraschung. Bleibt in der Mantis, bis wir den Hangar gesichert haben. Verstanden. Wir sind da drauf. Eieiei. Drängt sie zurück. Bei mir von hier. Das ist bestimmt lustig. Weg mit euch. Hört da, Tomir! Du wirst zerbrechen. So, jetzt kommt was Großes, wenn. Oh, die habe ich mal gesehen. Es sind so viele. Niemals. Wir werden sie stoppen. Wir gehen nicht kampflos unter. Komm raus. Nicht die Hä? Kommt keiner raus? Sie kommen. Jetzt gilt es. Now or never. Feuere auf die Imperialen! Sie sind hier. Ich kann sie aufhalten. Genug! Das sollte fürs Erste reichen. Bin ich froh, euch beide zu sehen. Danke für die Hilfe. Was Neues von Kerl? Nein, noch nicht. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Wahrscheinlich hat er nur seinen Comlink abgeschaltet. Sir, was jetzt? Wir fliehen, bevor ihre Hauptstreitmacht eintrifft. Dann werden wir uns am Treffpunkt sammeln. Zuerst werde ich aber zurück ins Archiv müssen. Die Kontaktcodes des versteckten Pfads. Ich komme mit... Nein. Marin, du musst hier bleiben und die Mantis verteidigen. BD, geh mit dir. Halten Sie sich bereit, Grease. Wir sind bald zurück. Hey, Sir. Kommen Sie wieder. Sie schaffen das. Danke, Grease. Na, kommst du jetzt zu mir hoch oder nicht? Du willst jetzt die ganze Zeit. Eieiei. Wo ist denn das Hauptarchiv? Hier unten? Nö, eigentlich von da, wo ich. Da drüben wie immer, oder? Lau Forest.
Zweifel immer da, wo es schießt, ne? Ich hoffe, Kerl ist okay. Aber wir müssen uns beeilen. Noch haben wir Zeit, die restlichen Anachoreten zu evakuieren. Und so viel vom Archiv zu retten wie möglich. Ah. Drama, Drama, Drama. So, wie machen wir das jetzt? BD1, bring das zum Mantis. Wir sehen uns am Treffpunkt wieder. Oh oh. Geh. Jetzt. Ich hab da so eine Vorahnung. Lang nicht mehr gesehen. Ich hatte gehofft, ihr wärt auf Nur ertrunken, als wir eure Unterwasserbasis gesprengt haben. Ihr täuscht euch, wenn ihr tatsächlich glaubt, dass eure Taten irgendetwas geändert haben. Die Festung hält Stand. Die Inquisition setzt ihre Arbeit weiter fort. Und ich bin gekommen, euch zu töten. Seine Falle. Darauf habe ich gewartet. Oh, oder vielleicht doch. Holy shit. Ihr vergeudet eure Zeit. Ja. Ah. Sterbt. Alter, der hat ganz schön gesessen. Jetzt gibt's aber auf die. Ihr habt die Überreste der Jedi-Tradition zusammengetragen. Irgendwas? Nicht wirklich. Au. Sinnlos. Oh, zwei gleich. Hat er jetzt einfach seine Parade wieder hochgefahren? Frechheit. Erst stößt er mich weg und jetzt zieht er mich ran. Du bist ein richtiger Honk. Jetzt hab ich dich, Meister. Oh. Ihr seid stärker geworden. Nein. Ich habe mich nur von meiner Angst losgesagt. Das wird sich zeigen. Das hat nicht erreicht.
nicht schon wieder. Euer Ende naht. Der haut schon ganz schön rein, Alter. Alter. Geschickt. Jawoll. Au. What the heck? Oh oh. Oh. Das war knapp. Stimm bitte. What the heck? Hallo. Kerl. Trailer. Zwei gleich. Achso, da kommt aber noch. Und nu? Und sind Sie sicher? Ja, sie
Sie sind sicher. Wir finden einen schönen Platz für Ihre Gräber. Die restlichen Anachoreten haben sich aufgeteilt. Das Imperium verfolgt sie. Könnte aber zurückkommen. Seer hat BD1 genug Zeit verschafft, um uns mit den Kontaktcodes des Pfads zu erreichen. Doch das ist alles, was von ihrem Archiv übrig ist. Wir waren einer zweiten Chance schon so nahe. Was für ein schlechter Witz das doch ist. Sag mal, wie kann Boat ein Jedi und ein imperialer Spion sein? Er ist kein Jedi. Wie konnte er das schaffen? Er hat uns alle getäuscht. Ich hätte es dennoch spüren müssen. Schluss, es reicht! Kerl? Es reicht. Genug jetzt. Was Boat getan hat, ist nur seine Schuld. Es ist weder deine noch die von sonst jemandem. Es ist nur seine. Wir wissen, die Karten sind gezinkt. Aber wir entscheiden, wie gespielt wird. Schade, dass auf ihn kein Kopfgeld ausgesetzt ist. Wir hätten ihn mit einem Gildentracker aufspüren können. Der Peilsender. So hat Boat uns auf Cobo erreicht. Ach, könnte er noch aktiv sein? Finden wir es raus. Mist, nichts. Verdammt! Kerl. Das Signal. Es ist schwach. BD verfolge es. Das Nova Garen-System. Moment, warum sollte Boat einen Umweg fliegen? Weil er eine Tochter hat. Vielleicht lebt sie dort. Wir könnten ihn dort einholen. Aber sieht nach einer Falle aus. Ja, tut es. Also, was sagst du? Riskieren wir's? Haben wir denn eine andere Wahl? Für Seer. Und Meister Cordova. Ich tarne unsere Ankunft. Okay. Ihr zwei schnallt euch lieber an. Ich fliege. Für Seer. Tragödie. Oh. Brechen wir auf. Haben Kurs auf das Nova Garon-System. Ein paar imperiale Funksprüche, nichts Unerwartetes. Okay. Seer. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können, aber ich werde Sie vermissen. Für mich war jetzt ein kurzer Break. Konnte man ein bisschen zacken lassen. War schon. Und wie gesagt, die Vermutung, dass er stirbt, naja, war ja. Ob es dann aber mal mit Laserschwert auftaucht und auch ein Jedi Inquisitor, was auch immer ist. Hier spricht Captain Griders. Bitte hinsetzen, damit wir landen können. Dass es irgendwann Verräter geben muss oder irgendwie, war ja klar. Irgendwie. Aber ich habe mir nicht Gedanken drüber gemacht. Wer es denn jetzt nur sein könnte. Naja. Es ist, wie es ist. Hoffentlich kommen wir jetzt noch kalt. Ich kann einfach nicht aufhören, an Seer zu denken. Ich auch nicht. Ich werde das Pylons nie mehr so sehen können wie früher. Sie hat das Geld vorgestreckt, aber sie konnte es einfach nie besuchen. Und jetzt wird sie es niemals. Tut mir leid, Chris. Ja, mir auch. Ich hätte ihr gern wenigstens einmal alles gezeigt, weißt du. Viel Glück da unten, Kerl. Sei vorsichtig. Wir haben genug verloren, okay? Recht, wie geht's dir? Es ist wieder passiert. Unsere Freunde, unsere Familien sind tot. Ich weiß. Es tut mir leid. Das ist nicht deine Schuld. Aber ihr Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Ich beschütze die Mantis. Sei vorsichtig.
Wo bist du, du elender Verräter? Oh, ich hab's nur getan, um meine Tochter zu beschützen. Oder am Ende hat er überhaupt so gut. Keine Tochter. Ach. Wir werden es gleich herausfinden. Wird Zeit aufzubrechen. Sieh dir das an. USB-Button. Wohin? Wir müssen ihn finden, BD. Falls er überhaupt noch hier ist. Hier ist er nicht. Ah, da, stopp. Aha. Vielleicht ein Verräter-Outfit? Inquisitoren-Lackierung, BD1, okay. Ganz ohne Laserschwert. Ich hab mich gar nicht gesehen. Haha. Ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht irgendeine imperiale Basis ist. Höchstwahrscheinlich, wa? Wie ich denn mit dem Priorit... Shit. Uff, das Ding. BD, Feuer. Was gibt's hier für schöne Kokspäckchen? Hangarbucht. Ein Hangar. Diese Bande ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine mit den Sicherheitsprotokollen des Hangars stimmt was nicht. Die FVK scheint okay zu sein, aber die Außenbereichsüberwachung ist offline. Was geht hier vor? Könnte sich jemand in unsere Systeme gehackt haben? Ich hoffe, das ist keine Übung. BD1. Nee. Er ist ein Offizier der imperialen Sicherheitsbehörde. Sie sind die Geheimpolizei des Imperiums. Also von ganz oben der Befehl, wa? Du wirst mir Zugriff auf das Terminal geben. Nein, ich kann nicht. Sie sind nicht autorisiert. Ich bin autorisiert. Sie machen keinen Fehler. Sie sind autorisiert. Zugang gewährt. Gedankentrick Sabotage. Wenn der elende Hund. USB-Basis ist. Was macht Bortan hier? Vielleicht arbeitet er für den imperialen Geheimdienst. Oder ist es irgendein Zwischending? Was meinen Sie? Werde ich kämpfen müssen, solange ich hier stationiert bin? Das bezweifle ich. Die Position dieser Basis ist gut verstanden. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe. Hab dich gefunden, Eindringling. Haha, Kopf verloren. Nee, Bein verloren. Sehen wir uns das mal an. ISB, das habe ich noch nie gehört. Also gesehen hat man hier. Sie haben mir eine kaputte Waffe gegeben. Das Imperium würde denn niemals eine defekte Ausrüstung aushändigen. Tja, hoffen wir, dass er funktioniert, wenn dieser Jedi auftaucht. Jetzt wirst du so niemals rausfinden. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Nochmal? Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Ziel-Landeplattform umgeleitet. Ah. Und hopp. Jemand muss hier drüber. Schupp. Und hopp. Und durch da. Weg mit dir. Mach jetzt keinen Fehler. So zum Beispiel.
Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe gesperrt. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Ziel-Landeplattform umgeleitet. Lass mich raten. Oh ne, es funktioniert sogar. Hä? Ich raff's immer nicht. Ich denke immer, ach, es verarscht mich sowieso nur. Da geht's doch. Ach, Mensch. Ach, jetzt muss ich erst wieder warten, bis es offiziell da ist, ne? Mann. Herzlich willkommen. Dieser Hangar ist wegen der erhöhten Sicherheitsstufe. Nee, freigeschaltet. Der gesamte Verkehr wird für eine umfassende Untersuchung bis auf weiteres auf der Ziel-Landeplattform umgeleitet. So, dann zwingen wir uns mal hier durch. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Lauter Bildschirm. Den Weg zieht neuerdings alle Register. Kannst du es ihm verdenken? Der Kampf ums Budget wird immer härter. Wenn du mich fragst, ist die Inquisition die Kredits nicht wert? Die Bilanz der ISB ist wesentlich besser. Relikte, das ist es, was sie sind. Abwarten! Und jetzt leid! Weg mit mir. Einfach nur daneben haust du ein. Dreck. Bitte hier. Ach, war das schlecht. Aber naja, was ist. Was machen wir mit dir, Freund Blase hier? Lass mal sehen. Sei vorsichtig. Wir dürfen Bord nicht wissen lassen, dass wir ihm hierher gefolgt sind. Der Arme. Auslöschungstruppler auf dieser Basis. Ich kann es immer noch nicht glauben. Lord Vader und die Mission bislang unterbrochen. Oh! Ja, mein Angriff wurde gestoppt. Ich bin beschädigt. Aua. Und angreifen. Sie werden sterben. Ich mache uns erstmal ein bisschen hier. Integrität reduziert. Rückzug bedeutet Kapitulation. What the fuck? Wo kommt der denn jetzt her? Warum ist der schon kaputt? Ich brauch dich nicht mehr. Hä? Sind es zwei, die da standen? Machst du die Tür auf und auf einmal klopft nicht 3 so eine Typen an hier, ey. Mein Gott. Ey, noch ein Fähigkeitsbogen. Hä? Was war das für ein Backhaut? So, Freunde der Sonne. Hallo. Die haben ja echt gar nichts. Zack. Ein Terminal. Vielleicht ist Bord in der Datenbank. Bord ist definitiv hier. Er hat ein Zimmer in den Offiziersquartieren. Mhm. Hey, Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Achtung! Oh, den habe ich gekonnt ignoriert, den Typen. Rechnet mit wer davon? Scanner ist ausgefallen. Au. So, wieder kurz heilen. Bumm. Au. Voll aufs Treffbrett. Und tschüss. Sorry, kleiner R2D2. So, mach auf das Ding. Wen haben wir denn da? Sehr gut, Kumpel. Hier spricht Commander Dan. Ich möchte hiermit als erster unsere Gäste der Inquisition willkommen heißen.
Wir sind dankbar, dass Lord Vader Interesse an unseren Operationen gezeigt hat. Aha. Wir werden weiterhin beweisen, dass diese Behörde für das Imperium unverzichtbar ist. Unsere Gegner sind zahlreich. Aber mit den Informationen unserer Behörde werden wir siegen. Bleiben Sie immer aufmerksam und wachsam. Wir sind die imperiale Sicherheitsbehörde. Wir sind die Augen des Imperiums. Hm. Yeah. Oh, hoppala. Kann ich die irgendwie... Nee, ich lass die jetzt einfach. Los geht's. Ach, hätte ich die einfach da gehört. Ein Eindringling wurde identifiziert. Bring ihn sofort zu mir. Er fährt zu gut ab. Frechheit. Massive Schäden. Du bist ein Feindling. Weg mit dir. Warum triffst du den nicht? Vielleicht können unsere neuen Gäste den Redi für uns ergreifen. Ich will einfach nur noch drei. Bin an ihm dran. Zuhörer und Spiel. Und tschüss. Glaubst du, dass das eine Falle war? Wir kommen erst an Bord ran, wenn wir diesen Stützpunktkommandanten finden. Kommst du jetzt hier auch durch? Nee, nur die... hier. Au. Schönes Schienbein angehauen, du, mein Gott. Da drüben komme ich auch nicht rein. Kann ich dich aufziehen? Vielleicht? Aha! BD, Attacke. Mal gucken, ob das der richtige Weg ist. An alle Sicherheitskräfte. Das ist der Weg. Wir haben den Eindringling aus den Augen verloren. Wählen Sie die Identifizierung ans Zentralkommando. Vielleicht ist es eine Übung. Mit all den Auslöschungstrupplern in der Basis? Das hat bestimmt Glück. Ist nur eine Übung. So, du bist bestimmt ein Shortcut, oder? Aha! Aha, ja. Dann nehmen wir den nochmal kurz mit. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe ja auch noch drei Fähigkeitspunkte. So, da ist jetzt einiges passiert. Also wie gesagt, boah, das mit Boat. Dann noch der Kampf mit Darth. Und ja, jetzt geht's weiter mit Boat. Ja, muss man alles erstmal ein bisschen sacken lassen und sich überlegen, findet man es jetzt toll und schön oder. Und ja, dann gucken wir mal weiter, ob wir Boat jetzt noch finden in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.